Wir haben das Rätsel gelöst, okay. Kann ich da jetzt so hinterhergehen? Nein, okay. Ich muss auf das Schneemobil. Wir gehen auf das Schneemobil. So. It's heading to the lake. Wir sind hier. Das blinkt mich alles an. Hä? Das Viech ist doch... Hä? Ich kann auch gerade nicht raus. Doch, Moment. Hä? Warum kann ich da jetzt nicht hinterherlaufen? Kann ich da nochmal reingehen? The door to the lodge is locked. It seems to be your standard locking device. A lock. Maybe a deadbolt. Your standard locking device. Seriously? A lock? Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Nachdem es hieß to the lake, könnten wir einfach zu den Sesame Woods, zum Wald. Weil uns das Gnome-Viech das Ding geklaut hat. Weil da ging es doch zum Lake. Und in diesen Wäldern hieß es doch, sind diese Viecher, weil die ja bei der Factory hier was angebaut haben und was abholzen mussten. Ich gehe mal zum Wald. Wir könnten überall hin. Zum ersten Mal tatsächlich. Aber ja, wir gehen mal dahin. Oder so. Ja. Okay, also... Er sitzt immer noch da. Ach ja, das Ding am Boden, das hatten wir schon mal. Wir können es auch nicht mitnehmen. Wir lassen es einfach liegen. Found Isaac Dabner's ID badge. Looks like he came this way sometime before the accident. Ja, das wissen wir schon. Ja, das wissen wir, das wissen wir. Ich habe mir das ja schon mal angeguckt. Tja, liegt halt da, ne? Kann man machen. Den brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr anlabern. Wir gehen mal zum See. Lake Svens. Z am Ende eines Namens macht alles besser. Oha. Wow. Okay. Ich habe Angst, dass ich wieder ins Mikro schreie. Ich kann mir bestimmt wieder Sachen angucken. Ich kann mir das nochmal angucken. Ah, das hatte ich auch schon mal. Dramatische Musik. Found some freshly caught fish out on the lake. Voll frisch. Like something has started eating them before they've been cooked. Aber ich glaube, das hatte ich auch schon. Ich glaube, das hatte ich schon, ja. Mehr ist hier nicht. Ja, genau, ich kann jetzt da reingehen. Das hat doch Randall repariert, als wir das letzte Mal da waren. Und, ja, das ist auch voll normal, dass hier voll die krassen Fußspuren sind, nachdem wir Fußspuren hinterherlaufen müssen. Aber okay, ich gehe da mal hin. Hilfe. What? Wir werden jetzt bestimmt eingesperrt. Oh yeah. Hey, let me out. You don't understand. The hidden people need Isaac. I don't know why, but you have to let him go with them. I'm not gonna let you people keep him locked up in a factory like bait. I'm sorry. Hey, Glory. Hast du uns gerade eingesperrt? What? 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 Ach du heilige Scheiße. Sie hat eine Kettensäge. What? Sie hat einfach... Gotta get out of here. What? Alter Schwede, was ist hier los? Sie hat einfach mal die Kettensäge ins Eis gerammt und genau das Haus bricht jetzt ein. Ich habe keine Ahnung, wie realistisch das ist. Aber ich hätte jetzt wenigstens erwartet, dass sie voll stylisch so mit der Kettensäge ums Haus geht und dann das Haus... so im See zu versenken. Hey, ich dachte schon, Kettensäge, okay. Ich sollte das Rätsel lösen, wir gehen sonst unter. Frantic fish. The key to the skylight is inside one of these dead fish. But which? Hurry and find it. The ice fishing hut is sinking fast. Ich hoffe, wir haben hier kein Zeitdingens. Nee, haben wir nicht. Das hätte mich so sehr unter Druck gesetzt. Hey, dann hätte ich gar nichts mehr hinbekommen. Okay. Glory und die Kettensäge. Ich feiere das jetzt. So. Was muss ich denn machen?
Each fish. Ach, ich kann hier bestimmt einen aussuchen. Okay, ja. So. Each fish has one other fish inside, except the one with the key. Okay. Ist voll weird. Counting swallowed fish, the whiskered redfish, also dieses hier, is the least numerous kind here. All fishes dine on the next rung of the food chain, except tiny tanfish who eat their own kind. The key is on a line with five fish. Du heilige Scheiße. Okay. Also jeder Fisch hat nochmal einen anderen drin. Außer der mit dem Schlüssel. Okay. Der rote ist am seltensten hier vertreten. Und jeder frisst den Fisch, der als nächstes in der Food Chain, also in der Fresskette, sagt man auf Deutsch. Ich kann keine deutschen Begriffe mehr. Ja, eben ist. Bis auf den Tiny Tanfish, ich glaube, das ist der. Die essen sich selber. The key is on a line with five fish. Das heißt, Moment. Der ist also eh nur viermal vertreten, der rote. Ich glaube, ich schreibe das mal kurz auf. Ich habe hier einen Zettel bereit. So, der Redfish sollte nur fünfmal vertreten sein, weil er ist ja irgendwie auch der größte. Und die haben eigentlich den nächsten in der Reihe im Maul. So. Das heißt, die haben jeweils einen blauen Fisch im Maul. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass keiner einen Schlüssel im Maul hat. Einfach mal so. Das heißt, blau gibt's hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Oder? 6 Mal. Habe ich vorhin beim roten Fisch gesagt, den gibt es 5 Mal? Bin ich eigentlich doof? Das sind 4. Ja. Oder habe ich tatsächlich das Richtige gesagt und das falsch aufgeschrieben? Keine Ahnung, ich werde es dann nachher rausfinden, wenn ich mir die Aufnahme nochmal angucke und dann weiß ich, was ich für eine Scheiße laber. Es tut mir leid. So ein bisschen. Für euch ist es wahrscheinlich amüsant, dass ich hier nicht zum Denken komme. Okay, also der blaue ist also 6-mal vertreten. Der grüne ist vertreten 3, 4, 5-mal. Ich schreibe das mal auf. Grün, was habe ich gesagt? 5-mal, ne? Ja, 5-mal. Und der Tanfisch, also das kleine Dingens, sollte dann hier 1, 2, 3, 4 Mal, 5 Mal. 5 Mal vertreten sein, weil der hat ja den nochmal im Maul. Also 1, 2, 3, 4 und nochmal 5. Ich glaube, ich habe jetzt richtig gedacht. Ich kann auch nochmal probieren. Also Redfish habe ich gesagt 4 Mal. Genau. Er ist am wenigsten vertreten, das passt so. Der blaue ist 6 Mal vorhanden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt auch. Der grüne ist 5-mal vorhanden. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und der da ist auch 5-mal vorhanden, weil 1, 2, 3, 4, 5. So. Und es heißt, der Schlüssel ist in der Reihe, wo 5 Fische dranhängen. So. Wo hängen jetzt 5 Fische? Was... Jeder hat einen anderen Fisch außer der, der den Schlüssel im Maul hat. Das heißt, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
Also, ich muss ja die Fische doppelt zählen. Das heißt, in der oberen Reihe sollten 6 Fische sein, wenn ich den Schlüssel nicht wegrechne. Das heißt, ich muss 6 minus 1 rechnen, dann komme ich nämlich auf 5. Weil ja ein Viech den Schlüssel im Maul hat. Geht das auf? Weil dann sind sie 1, 2, 3, 4, 5 und der hat jetzt meinetwegen den Schlüssel im Maul. So, was ist mit der Reihe? In der Reihe sind es 8, außer einer hat den Schlüssel, dann sind es 7. Das geht auch nicht. Und was ist mit der Reihe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1 komme ich auch auf 5, ne? Jetzt muss ich mich zwischen denen entscheiden. Oder was mache ich hier falsch? On the next rung of the food chain. Das sollte ja stimmen. Also jeweils den kleineren. Was ist jetzt aber, wenn ich davon ausgehe, wenn der sein Own Kind ist? Dass es dann einfach nicht zählt. Dann ist das die Schnur mit den 5 Fischen. Kann ich dann einen bestimmten Fisch auswählen? Ach du Scheiße, ja, kann ich. Ja, muss ich ja, stimmt. Moment, ich lese das nochmal. The key to the skylight is inside one of these dead fish, but we're Charon Fire. Okay, ja, das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Boah. Also, jeder hat einen anderen im Maul. Bis auf den, der den Schlüssel hat. So. Counting swallowed fish, the whiskered redfish is the least numerous kind. Ja, da sind wir auch drauf gekommen, dass der nur 4-mal verfügbar ist. Weil der hat... Also den Fisch hat niemand anderes im Maul, also sind nur die Sichtbaren da. All fishes dine on the next rung of the food chain. Except the tiny fish, who eat their own kind. The key is on a line with 5 fish. Wie soll ich da jetzt drauf kommen? Ich hol mir jetzt den Hint. Wir haben eh genug Kaugummis. Was steht da? There are 19 fish in the picture. 10 visible and 9 more, plus a key inside. If red fish is the least numerous, there must be exactly 5 of every other type represented. 5 von jedem anderen. Das geht aber gar nicht, weil ich nämlich bei dem blauen 6 aufgeschrieben habe. Warum habe ich nochmal bei dem blauen 6 aufgeschrieben? Weil die Viecher 1, 2, 3, 4, 5, 6, richtig. Dann hat ein blauer den Schlüssel. Da ist eh schon der Pfeil. Oder? Ich meine, 19 Fische. Ich kann ja nochmal zählen. Das sind 6 Fische. Das sind 8 Fische, wobei ich jetzt einmal einen Schlüssel wegrechnen könnte. Oder soll ich den schon wegrechnen? Also, wie auch immer. Wir machen das jetzt nochmal 6 und 8. Dann sind wir bei 14. Und da haben wir dann nochmal 6. Dann müsste es eigentlich 20 sein, minus 1, richtig. Dann sind wir bei 19. Das steht ja auch da. If redfish is the last numerous, there must be exactly 5 of every other type present. Warte mal, 19 Fische, das stimmt eigentlich, weil dann habe ich hier 4. 19 minus 4 sind 15, das heißt von den anderen 3 Sorten, richtig. 5 Fische. Hier sind es 6 Fische. Nee, eigentlich sind es 5. Richtig. Weil eigentlich wären es doppelt, dann wären es 6, aber minus 1, weil einer den Schlüssel hat. Und weil es nämlich 5 von jedem sein müssten und ich aber 6 blaue aufgeschrieben habe, muss der den Schlüssel haben. Okay, ich hätte, glaube ich, wenn ich intensiver darüber nachgedacht hätte, hätte ich, glaube ich, draufkommen können, dass von jeder Sorte 5 sein müssen. Aber... ich hatte ja den Hint. Ich meine, für was sammeln wir Kaugummis? Ich mache mir das Leben einfach einfacher. Einfach einfacher. Genau so. Und jetzt gebe ich das ab. Wir wollen ja nicht ertrinken. Warte, es stimmt nicht? Nothing in there but another fish. Hä? Habe ich jetzt... Hä?
Warum stimmt das jetzt nicht, Leute? Ich habe mir doch von den Blauen aufgeschrieben, dass es 6 sind. Ich kann ja nochmal dran. Wir haben gesagt, 19 Fische. 9 sind nicht sichtbar, weil in einem der Schlüssel ist. So. Von den an... Also das sind schon mal 4, weil die nicht öfter vorhanden sein können. 19 minus 4 sind 15. Das heißt, von dem sind 5 da, von dem sind 5 da und von dem sind 5 da. Aber von den Blauen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä, aber warte mal, ich rechne hier nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach ja, stimmt, das kann gar nicht sein. Ah, hey, Moment mal. Der muss es sein. Ich hatte einen kurzen Denkfehler, sorry. Jetzt bin ich draufgekommen, warum. Ich wollte eigentlich nicht... Jetzt weiß ich auch, warum ich den ausgewählt habe. Es ist nämlich so, es muss ein blauer weniger sein. Und ich dachte einfach so, ja, klickst du einfach mal auf den blauen. Aber nein, das würde ja dann im Umkehrschluss heißen, er hat ja einen grün weniger. Wir brauchen aber einen blauen weniger. Und hier ist ja trotzdem das Ding mit den 5 Fischen. Das ändert nichts daran, also das hat schon gestimmt. Aber es muss der Fisch, der rote hier, den Schlüssel haben, weil dadurch ein blauer weniger verfügbar ist. Richtig. Ah, ja. Hallo, Denkfehler. Sorry. Wir geben jetzt ab, jetzt sollte es stimmen. Wirklich. Yay! Okay, sorry. Hey. Hey. Aber, ich meine, ne, dafür sind Rätsel da. Aus Fehlern lernt man. So. Ah, er soll nicht so komisch gucken. Wir haben doch immerhin hier so 6 Sterne. Was hat er denn? How? Ich kriege jetzt nochmal eine Erklärung. The key is on a line with 5 fish, meaning it must be on a line with 3 visible fish, 2 of which have another fish inside them. Genau, there are a total of 19 fish, if the red fish is the least numerous. There must be 5 of every other species. If you do the math, you can deduce. Das klingt komisch. That there is one red fish without a blue fish inside it. There's only one red fish on a line with 3 visible fish. Ja, okay, super. Im Prinzip das, was ich schon versucht habe zu erklären. Yay! Okay. Ach du Heilige. Wow! Das flog jetzt weg. Sein Schrei einfach. Das ist wundervoll. Hey! Die arme Hütte.